2. Juli, das ist wahrscheinlich wichtig, um jetzt das Datum mal zu sagen. Es ist eigentlich der Tag, wo der Roland Rino Büchel gerade kurz vorher vom Europarat zurückgekommen ist und jetzt Zwischenhalt macht eben bei Rheinwelten TV und jetzt wieder auf dem Sprung nach Bern ist. Ist auch der Tag, wo der Sepp Blatter gesagt hat, hätte früher sollen aufhören und es hat dazu bekannt, dass er wirklich einmal für einen Nobelpreis kandidieren wollte. Roland Rino Büchel hat das bei uns ja in einem Talk schon lange mal gesagt. Der Roland Rino Büchel ist Präsident von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat und ist auch in dieser Funktion natürlich im Europarat gewesen, 47 Staaten, 12 Vertreter von der Schweiz, ein paar Staaten mehr, also ein riesiger Rat. Und Roland Büchel redet auch in diesem Europarat. Vielleicht können wir so ein kleines Ausschnitt noch zeigen, aber zuerst würde mich jetzt mal interessieren, Roland, was ist denn das, die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat? Ja, das ist die Kommission, die sich um die Außenpolitik kümmert. Ist jetzt in den letzten 2 Jahren fest im Fokus gestanden, weil Brexit, Wahl von Trump in den USA, das Verhältnis von der Schweiz zu Europa, sowieso ein Rahmenvertrag, den wir jetzt so stark dort diskutieren, da ist halt alles durchgegangen. Ein Rücktritt vom Bundesrat Burkhalter vor ein paar wenigen Wochen. Da ist die Kommission, die sich um Beziehungen mit anderen Ländern kümmern. Was für eine Funktion hat denn die Außenpolitische Kommission? Burkhalter ist angesprochen, aber der hat ja Einladungen gemacht und du hast von nichts gewusst. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Bundesrat Burkhalter vor allem in der letzten Zeit vor dem Rücktritt langsam ein bisschen speziell geworden ist. Homeoffice geschafft, ob er wirklich geschafft hat, ist mir aber nicht so sicher. Aber so ein Laden, wo die Leute auf der ganzen Welt vertollen sind, muss man natürlich zentral führen in der Kommandozentrale. Und da kann man nicht irgendwie im Homeoffice machen. Sicher nicht so gut gewesen, wie er sich gegen Schluss verhalten hat. Aber jetzt muss ich sagen, morgen übermorgen haben wir wieder eine Sitzung, ist wieder voll da. Mal schauen, wie die Sitzung dann abläuft. Also im Grunde noch wäre eine Zusammenarbeit planen zwischen dem Bundesrat für die Außenpolitik zuständig ist und sonst ein Präsident von der Außenpolitischen Kommission. Also dass man einen Botschafter für die Türkei oder wer auch immer einladet, ohne dass ihr etwas wissen, das wäre nicht so normal. Ja, mal, also das Tagesgeschäft können wir uns nicht all darum kümmern. Auch wenn es ein halber Staatsbesuch ist, noch ein Delikater dazu. Ja, eben, es hat schon Sachen gegeben, wo er vielleicht auch, weil er natürlich Kritik befürchtet hat, ja zu Recht auch Kritik befürchtet hat, vielleicht ein bisschen weniger offen gemacht hat als nötig. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Zusammenarbeit gsi oder all noch. Und ist klar, politisch ist er vielleicht ein bisschen, hat das Gespür nicht mehr gehabt mit dem Rahmenvertrag, den er machen mit der EU, wo jetzt ja auch seine Jugendpartei und CVP als Gegner hat und nicht mehr nur die SVP. Bei der SP hat er die grossen Freunde, bei den Sozialisten. Ob das ein Ziel ist für einen bürgerlichen Bundesrat, kann man sich fragen. Wie lange bist du jetzt noch Präsident von dieser Kommission? Bis Ende Jahr. Da tut man alle 2 Jahre durch das wechseln und die Nachfolgerin wird dann Elisabeth Schneider sein, CVP aus dem Basel-Land. Und da müssen wir jetzt sagen, gell? Also am 21. 22. August, da steigt noch eine Sitzung bei uns in der Region, da ist dann sicher mal ein Bundesrat dabei, wer auch immer, oder vielleicht auch eine, vielleicht Bundespräsidentin, weiß nicht, 25 Nationalräte und dann gibt es noch ein Podium. Ja, hat 2 Sachen. Ich denke, wird dann interessant im Rentel. Wahrscheinlich zweit nach Hohebruck in dieser Gegend, also die Sitzung ist dort beim Stadler, bei SFS. Aber die ist geschlossen, oder? Die ist geschlossen, ja. Das ist eine ganz normale Kommissionssitzung mit Kommissionsgeheimnissen und allem. Und dort tun wir dann auf, also Diskussionen auch, die Wirtschaft, Frankenstärke. Da ist dann eine Regierung, St. Galler Regierung ist da dabei, mit 2-3 Vertretern. Oder nein, das ist beim SFS selber. Ah, SFS. Am Hauptsitz, ja. Und also da ist die Sitzung. Und dann am Abend, am Dienstagabend, das ist ein 2. Tag, das ist am 22. August, machen wir ein Podium. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir es irgendwo drin machen, im Metropol. Wir suchen jetzt noch, wäre natürlich attraktiv, das von außen zu machen, irgendwo, wo man vielleicht genau gegen EU-Europa durchsieht. Da sind wir noch am Schauen, aber es ist sicher im Raum Mittelriental, wo wir das machen. Und die Podiumsteilnehmer sind natürlich auch interessant. Roger Köppel, Bürger von Wittenau übrigens. Dann der Tim Guldimann, sein grosser Gegenspieler. Das ist der, der 30 Nationalrat im Ausland wohnt und als da so gewählt worden ist. Er wohnt in Berlin. Christa Markwalder von der FDP. Vormalige Präsidentin vom Nationalrat und Kathi Ricklin von der CVP Zürich, die eigentlich trägende Person in der Außenpolitik von der CVP.
Wir nehmen das natürlich auf, wenn wir es dürfen, das Podium. Ja, das sehr gerne. Ja, aber hast du schon Moderator? Moderator, ja. Ich habe zuerst gesagt, ich mache es selber. und dann habe ich gesagt, ich brauche einen... Also jetzt, ich glaube, ich hätte das schon machen können, die moderieren der Kommission. Also die, schon die haben wir schon im Griff. Aber ich habe eigentlich zwei Leute gedacht, die, aber die geht es zeitlich leider nicht. Dann hast du gesagt, ich könnte Vorbereitung, du musst machen. Nein, jetzt machst du viel Kroner, ja bekannt natürlich auch Tele Ostschweiz und früher beim Schweizer Fernsehen und mein Chef war in früherer Zeit, als ich noch beim Skiverband gearbeitet habe. Und der ist natürlich ein absoluter Profi. Ist doch nötig für ein Podium von dieser Qualität. Apropos Chef, beim Skiverband hast du auch mit dem Döll Vogi zu tun gehabt. Dort. Bist du bei der SVP, oder? Beim Döll Vogi war er ist einmal fast ein Vorgänger gewesen, von dem, was ich gemacht habe. Ich mit dem dort nie zu tun gehabt. Er war vorne weg, dann war schon im Bundesrat. Gewesen. Und bin nicht drum bei der SVP, nein. Das ist eine Überzeugung von mir selbst, wo ich jahrelang im Ausland gearbeitet habe und gesehen habe, wie es nicht gut läuft, die Demokratie nicht funktioniert. Da habe ich gesagt, die SVP wäre meine Partei und bin froh, dass ich diese Wahl dort getroffen habe, vor jetzt doch bei 18 Jahren. Du bist nach wie vor gern Nationalrat und Präsident von dieser Kommission. Ja, absolut, sonst würde ich aufhören. Eben, ja. Also du sagst nicht, irgendwann mal hättest du früher sollen aufhören. Ja, das findest du wahrscheinlich auf Sachen, die man heute in der Zeitung können lesen können. Ja, nein, ich hoffe es nicht. Also im Moment, ja, im Nachhinein weiß man es nie, wenn man Fehler gemacht hat. Aber jetzt im Moment bin ich, also, bin ich sehr wohl, sehr gerne Nationalrat. Ja gut, ja, da, vielleicht schon mal zu sagen, im Blick deiner Stadt, hätte ich früher aufhören sollen. Sepp Blatter, ja. Das war mal dein Chef gewesen. Später Reue. Ist mal ja indirekt mein Chef gewesen, ja, wo ich geschafft habe in einer Marketingagentur, wo für die FIFA Turnier gemacht hat, also die grossen Weltmeisterschaften, Junioren-Weltmeisterschaften. Dort bin ich zuständig gewesen für Junioren-Weltmeisterschaften und auch intensiv mitgearbeitet bei Weltmeisterschaften, zuständig für Afrikameisterschaften. Ja, wir haben sehr nah zusammen geschafft, aber mein direkter Chef ist er nie gewesen. Weißt du, ich meine, im Europarat hast du ja gegen die Korruption geredet, auf das kommen wir noch. Ja. Dann lesen wir auch vom Sepp Blatter. Also, dann haben wir da Tour de France und Kumpfang Tour de France angefangen, hast du den Dopingfall Cardoso und so weiter und so fort. Also, meinst du, kann man da überhaupt mal irgendetwas glauben? Ja, ich hätte früher aufhören sollen. Wir glauben mal, dass er da mit Wahrheit sagt, ja, dass er das wirklich meint. Dass er so meint, weil er es einsieht. Ich befürchte, dass er es nur macht, weil er dann hätte können, die grosse 80 Millionen Affäre, die sich das dritte Jahr rund 80 Millionen Franken zugeschoben haben. Wenn er früher aufgehört hätte, dann hätte er das nicht gemacht. Ja. Ja. Und ich meine, also das Interview ist ja wieder peinlich. Das hat irgendwann ein Blumenladen gemacht, offenbar letzte Woche. Der Blick bringt es und redet noch von Selbstmordgedanken und so weiter. Also das ist ja auch immer, ich glaube, das zieht bei den Leuten nicht mehr. Also wenn jemand so Verantwortung trägt hat, dann muss er herstehen als Mann und auch im Rücktritt und danach als Mann herstehen. Wird er übrigens müssen bei der Justiz, also das berühmte Dossier, das jetzt ja gerade letzte Woche vorgekommen ist, der 430-Seiten Garcia-Bericht. Also, wo man aber nicht gelesen hat. Wo er nicht gelesen hat, ja. Ja gut, er hat vielleicht die Lesebrille nicht dabei gehabt. Aber er hat es halt nicht gelesen. Wenn der natürlich dann führen kommt und vor allem von der Justiz, Bundesanwaltschaft und von der Armeejustiz, dann angeschaut wird und wenn es so Sanktionen gibt, dann geht es natürlich nicht nur um eine Speer im Fußball, dann geht es um ein Lärtige. Und es kann natürlich sein, dass er noch seine Tage noch hinter Gitter verbringt. Ja. Garcia ist ja dann ein Freispruch zweiter Klasse, oder? Ist ein Wort eigentlich für Pfeifen, oder? Aber er kommt doch noch weiter, oder? Bei der Bundesanwaltschaft. Ja, selbstverständlich, weil das sind ja nur interne Menschen. Was heisst denn das? Das ist weitergeleitet. Ja, so nein, aber wenn du in Verein bist, der ist auch suspendiert worden für 8 Jahre zuerst, nachher für 6 Jahre, dass nicht mehr dabei sein. Und viele andere auch, ist ja der ganze Laden oben durch. Freispruch zweiter Klasse, was heisst denn das? Ja gut, ich weiß ja nicht, was das für Sprüche sind. Hast du den erfunden? Oder hast du den gelesen? Ja, da ist das Das ist Spiel FIFA, oder? Ja gut, der neue FIFA-Chef hat sich da reingewäscht und gesagt, er hat schon immer richtig gehabt und so weiter. Journalisten schreiben, dann haben sie mir mal komische Begriffe. Aber es ist intern, er tut es so quasi verkaufen, ja, ich bin ja da nicht gross angeklagt. Schauen wir dann mal noch. Und vor allem, wenn du so ein Chef bist, der dermassen den Laden in der Hand hat, dann musst du den Laden führen und dann hast du die Verantwortung. Sowieso passiert. Stell dir vor, eine Privatwirtschaft sagt, ja, go
geht mich nichts an. Also da schauen wir, was die Justiz denn da sagt. Weißt du, bist du bei der FIFA gewesen? Laufen das wirklich so? Kann das so laufen? Dass irgendwie eine Vergabe von der WM so läuft, der Blatter sagt quasi der Sarkozy, immerhin Frankreichs Höchste. Er müsste Platini sagen, Russland und Katar sind es dann. Sonst wäre es die USA geworden. Also ist das, wird das so daran zugeschoben? Ja, also, man kann sich dann noch ein bisschen grösser machen. Oder sind das auch Journalisten, die falsch sprechen? Nein, ich habe nicht gesagt, ich falsch spreche. Ich habe gesagt, das ist eine lustige Schattierung. Das sind so Begriffe, die man übernimmt. Und wenn irgendjemand so einen Begriff erzählt, dann würde ich nicht den Teil übernehmen, sondern vielleicht selber noch recherchieren und selber nicht dazugehen. Mhm. Aber das ist ja für mich immer eine Stärke gewesen, dass er dann hat können erzählen, dass die Leute das abtippen, wo er ihnen exklusiv erzählt. 7 Mal nacheinander am gleichen Tag ein exklusives Interview. Und jeder hat eine exklusive Mitteilung. Das ist einfach, ich passt ein bisschen halt ins Bild, wo zum Teil leider fast schon peinlich oder lächerlich war. Weißt du, ich denke nur so, rein theoretisch hätte es noch passieren können, dass wenn gar nichts rausgekommen wäre, dass noch für den Nobelpreis vorgeschlagen worden wäre, oder? Ja, dann lasse ich nicht los, den Nobelpreis. Ja, nein, überhaupt nicht. Ja, sicher. Ja, nein, es gibt einen Nobelpreisträger, die es für den Frieden bekommen haben, die täglich Krieg machen. Ja, selbstverständlich, oder? Also ich meine, oder gemacht haben, so langsam können. Zum Beispiel der ehemalige amerikanische Präsident, Obama, ja. Viel zu früh. Ich glaube, es ist wirklich gefährlich, die Geschichte. Und FIFA hat ja sogar, um sich in Position zu bringen, dann haben mal recht viel Geld reingeschüttet in die Organisation rein, um sich Türen aufzutun. Musst du die Leute korrumpieren. Offenbar ist das eben der FIFA und leider jetzt haben wir einen anderen Ort der Fall, wo ich jetzt aktiv bin. Nein, es ist nicht leider der Fall, es ist der Fall. Dort hast du geredet, gell? Ja, mehrmals. Du meinst es ja, wie heißt der? Agramunt, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt. Senator von Spanien. Spanien. Ja. Und das ist der Präsident von EVP? Vom Europa. Ja, EVP ist eine Fraktion. Also da gibt es, wie bei uns in der Schweiz auch, gibt es Fraktionen. Da sind einfach alle Christen quasi zusammen. EVP, CVP, also alle die Parteien. Mit Abstand die grösste Fraktion im Europarat. Vielleicht muss man sagen, wer der Europarat ist. Genau. Das ist nicht das gleiche wie das Europaparlament. Also das EU-Parlament, sondern ist der Europarat, 47 Länder. Im Moment jetzt noch 46 in der parlamentarischen Versammlung, weil Russland ausgeschlossen ist. Leider. Warum meinst du leider? Wenn man schon zusammen ist, dann muss man miteinander Tisch schnurren, weil das andere nützt nichts. Also jetzt zeichnen einfach alle über Russland oben runter. Und ausgeschlossen sind sie? Sie sind mal so halb ausgeschlossen gewesen, jetzt wenn sie nicht mehr zurück, was sie da könnte. Jetzt sage ich zwar schon, kann man gar nicht. Die Kräfte messen, die Spiele. Und vor allem, wenn sie dann mal nicht mehr zahlen. Aber konkret ausgeschlossen worden sind sie, warum? Ja, es sind ganz komische Gründe gewesen. Eben meine, Also nicht konkret. Also, es ist natürlich der Krim-Konflikt gewesen. Ja, klar. Aber es sind Spiele, wo auf ganz komischen Ebenen gespielt werden, wo nachher Kräfte messen sind, wo jetzt eben draußen sagen, jetzt kommen wir doch nicht zurück und bleiben wir mal draußen. Vielleicht einmal der Agramunt, was ist das, was man Frauen vorwirft? Ja, es gibt zwei Sachen. Also, es hat einen Korruptionsskandal gegeben, wo Aserbaidschan eben Leute geschmiert hat. Ist er auch fast ein Zwilling vom Volonté, vom Italiener? Der Volonté ist der, der geschmiert hat. 2,3 Millionen, Entschuldigung. Ja, Milliarden. Teilt, ja, vielleicht. Nein, es ist aber noch glatt. Also offiziell ist es schon. Man muss vielleicht sagen, also, die Zahl, die man hört, sind 2,4 Millionen Euro. Es waren einmal 2 Millionen gewesen für den Volonté. Und der hat dann nachher noch eine Stellung genommen. Er ist jetzt in Italien, er ist weg von der Politik und überall. Es ist klar, er hat es auch zugegeben. Und nur hat er gesagt, 2 Millionen geht es nicht. Ein 10-Jahres-Vertrag hat 10-mal 1 Million. 10 Millionen gewesen. Also wenigstens sind sie noch ehrlich und sagen, so billig bin ich nicht zahlen. Hat er gute Worte eingelegt für Aserbaidschan? Das ist ja die Idee gewesen. Vor allem ist es darum gegangen, Aserbaidschan, es hat einen Bericht gegeben, der Europarat macht Bericht. Und dann wäre Aserbaidschan quasi verdammt worden. Und dann hat Aserbaidschan da nicht wollen. Und alles tun, zum Leuten kaufen, dass der Bericht dann abgelehnt wird. Und die Leute hat er dann organisiert. Und er hat dann ein paar Hunderttausend noch zur Verfügung gehabt, um die Verfügung zu machen. Das ist ja schon verrückt, oder? Für eine Organisation, die sagt, wir sind die Hüter der Menschenrechte,
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, wo selbst so Sachen passieren. Und dann sind wir jetzt bei dem, was du gesagt hast, das ist übrigens gerade auch heute im Blick. Genau. Sonntagsblick, wo man noch Werbung macht. Da ist also gell, insofern ist so eine Zeit wie der Blick gut. Nein, also die Zeit, in dem Teil, haben die anderen natürlich auch gemacht. Oder? Ja, es ist jetzt der Europarat wenig berichtet worden. Ja. Da ist der Agramund, der Kerl. Ja, genau. Und wo sich Fraktion schwer tut, oder? Ja, es ist noch schwierig. Ja. Also, er ist ja im Europarat-Präsident. Und seit einem halben Jahr hat er keine Sitzung mehr geleitet. Der ist weg. Der hat nicht mehr auftreten, der hat nicht mehr unterschrieben. Aber er ist eben Präsident. Ja. Und wird sich vielleicht noch ein bisschen in Ogsten in retten. Und am 9. Ogsten, einen Tag nach meinem, Oktober, am 9. Oktober, einen Tag nach meinem Geburtstag, ist er dann hoffentlich definitiv definitiv weg. Also, Aserbaidschan ist das eine und Syrien, der Besuch beim Assad ist das andere, oder? Ja, also das ist ja so ein bisschen eine Geschichte, die sie jetzt gut vorbringen und sagen, ja, es war für den Besuch beim Assad gewesen. Mit dem kann man Korruption ein bisschen verdecken, meiner Meinung nach. Und auch bei der ganzen Schweizer Delegation, Länder wie Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Deutschland, also wo man jetzt kann sagen kann, wo doch schauen, dass Korruption einen starken Stand hat. Es setzt sich viel mehr auf den Korruptionsfall. Aber Assad war natürlich schon ein spezieller Besuch gewesen. Als Senator hat er gesagt, sei er gegangen. Aber die Spanier haben nicht gewusst, dass er als Senator gegangen ist, als spanischer Senator. Und er ist ein Privatflüger von Putin oder von den Russen, ist er abgeflogen. Und ist natürlich nachher wieder Assad, wenn der Europaratspräsident daherkommt oder die Parlamentarische Versammlung vom Europarat, ist das für ihn natürlich eine Riesennummer gewesen. Und er kann sich ja unglaublich gut verkaufen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer auch gesehen, wo er da in der Rundschau mal so eine unglaubliche Show gemacht hat. Er ist sagenhaft stark seine Punkte erzählen, muss nicht einmal lügen, er weiß einfach genau, wann er muss sagen. Ja gut, ist ja schon seit dem 81 gegeben, wie gesagt, das im spanischen Parlament, oder? Ist Rechtsanwalt und so weiter. Also er, der Agramund jetzt. Der Assad, ja. Natürlich, das ist ein Augenarzt, ist ein Studierter, oder? Ist ein Augenarzt, ja. Wäre noch gut, schlechte Augen, muss ich nochmal zuhören. Nein, und der ist natürlich unglaublich routiniert, oder? Wenn er sich hebt, das sind zwei routinierte Verzeihungen. Ja, klar, wobei der ist natürlich schon, also der Agramund, also von dem habe ich jetzt, es braucht viel, bis ich einen Respekt verliere vor Personen, und von dem habe ich verloren. Aha, also der ist jetzt nichts, der ist jetzt nur noch an der Macht hocken. Da wäre, wir haben vorhin über den Seeplatter geredet, da wäre der Seeplatter ein Erststift dagegen. Und der Seeplatter ist also gut gewesen, um sich an der Macht zu halten. Ja. Der sieht dann hoffentlich auch mal, wäre ich nur ein Jahr oder ein paar Monate früher zurücktreten, oder noch besser treten, dass er zurück will. Oder eben, es ist nicht nur ein Zurücktreten, man kann ihn jetzt, da haben wir es gerade beschlossen letzte Woche, man kann ihn jetzt so absetzen, quasi ein Impeachment-Verfahren. Das ist immer ein Problem, gell? Immer. Es ist immer ein Problem. Ja, ich würde, wenn ich könnte oder wenn ich kann, der CVP, EVP, also der christlichen Fraktion empfehlen, ziehe ich den Mann zurück, weil es wird ein riesen Problem für die Partei. Aber da muss man selber wissen. Ich finde es auch schade, es geht dann so weit, dass man sagt, im Europarat, in der Schweiz, ja, sollen wir überhaupt dabei sein? Und das wäre, wenn wir nicht dabei wären, das wäre dann schade, weil wir das gegenüber dem Steuerzahler rechtfertigen. Es sind keine Riesenkosten, aber es sind gleich Kosten. Und wenn wir da nichts tun, dann haben wir Schwierigkeiten. Löscht es rüber mal nicht fast ab. Also gut, du bist ja mutig aufgestanden im Europarat. Ja, vielleicht können wir das ausschnittlich zeigen. Ich verspreche es jetzt ja mal nicht, aber wir probieren das ausschnittlich zu zeigen. Rolandino Büchler hat es auf dem Handy, wir probieren das vielleicht so abzulassen. Da können wir mal schauen, einfach zum zeigen, dass eben er nicht einfach auf Straßburg geht, sondern über dort redet und das mutig redet und dann auch wirklich das Gewissen redet. Also löst es mal nicht einfach dann fast ab. Überall Korruption, ganz ehrlich gesagt. Ja, also irgendwie ist ein Satz zu suchen. Aber nein, also, glaube, es ist, wenn Dimbia, dann kann ich nicht anders, als dagegen zu kämpfen. Ich glaube, FIFA ist ein gutes typisches Beispiel gewesen, wo wir jetzt ja gesehen haben, dass am Schluss wirklich zu Resultaten geführt hat, dass die Männer weg sind. Ja. Da bist ja du und der Tonioni sind immer sehr mutig auftreten. Hast du nie Drohungen bekommen? Ja, kleinere. Aber mein Gott, das kommt mal jemand über. Also, wenn wir da wieder Geschirr drum herum machen, dann müssen wir etwas anderes machen. Ja, wenn du uns Oberlied ist. Ja, vermutlich. Zu Bern hätte ich auch noch eine Wohnung, also wenn ich haben müsste, sagen. Aber auch dort. Und jetzt ist es im Europarat. Ich bin froh, wir haben natürlich auch einen SVP-Präsidenten, Alfred Heer,
und auch also wirklich gute oder andere oder die anderen Schweizer, die sagen, das geht nicht. Und wir sind die Ersten gewesen, die an sind und gesagt haben, jetzt bekämpfen wir das und jetzt können sie noch zum Erfolg führen, zum DNA absetzen. Das wäre natürlich ein gutes Zeichen. Ja, ist erst eine Akzeptanz. Du bist ja quasi, SVP ist rechts, oder? Ja. Jetzt haben die Linken natürlich ein bisschen Vorschub bekommen, oder mit der Wahl in Frankreich und so weiter. Das heisst auch jetzt, können die Rechte nicht so stark über, wie man immer denkt, in Deutschland ist es ähnlich gelaufen und so weiter. Hast du die Akzeptanz noch als Rechte? Ja, fangen wir mal an rechts. Hast du gesagt, in Frankreich hat sich, ich glaube, ja, ist ja so eine Mitte-Partei, also Macron, da wissen wir noch nicht. Oder? Da wird dann interessant, wird es noch im Europarat einschätzen können. Viele sind ja auch absolute Neulinge. Er selber, denke ich, sucht nach seinen Weg. Hat sich durchgesetzt gegen Frau Le Pen. Die wird alles Rechte bezeichnet. Nicht so sicher. Die Politik, die sie macht, Wirtschaftspolitik, ist ja eine ultralinke Politik. Und sie hat natürlich quasi die Ausländerprobleme, die natürlich in Frankreich massiv ist, da tut sie führen, ihre wird als rechts bezeichnet. Aber ich habe das schon mal gesagt, sie ist für mich eine Sozialistin, ist ein bisschen ähnlich wie die Lega im Tessin, oder? Quasi rechts mit bei Ausländern, quasi Hirt oder mindestens verbal Hirt im Problem, aber sonst eigentlich eine Linkspolitik, wie ähnlich wie die Sozialdemokraten. Hast du noch gesagt, bist du ein Linker? Nein, ich bin kein Linker. Ich bin ein Rechter. Ich bin eben Rechter. Bist du sicher? Nein. Bist du ganz sicher? Ja, nein. Weißt, hin und wieder bist du ja schon auch ein Linker. Zum Beispiel? Zum Beispiel Pariser Abkommen, Klima, das torpedierst du natürlich. Also viel Linker könntest du gerne nicht mehr sein. Nein, das ist ja voll recht. Also bist du meinig. Ja. Ich jetzt eben umgekehrt. Ein Linksverhalten, oder? Ja, nein, ich denke mir schon. Nein, du hebst ja so ein bisschen zum Trump, oder? Findest du, das ist noch gut, was er gemacht hat? Ja, hast du meine Kolumne noch gelesen, offenbar. Ja, so ein bisschen. Ich einfach das Gefühl, man kann nicht so richtig packen. Die Linken und Mitte, die sind ja voll dafür. Die haben das Gefühl, man könnte die Welt retten mit dem Klimaabkommen. Das ist ein Lug und ein Betrug. Ja, aber das ist ein gutes Gefühl. Lug und ein Betrug, warte jetzt mal. Ja, gut. Nachher kommt ins Gefühl. Zu den Fakten, oder? Gut. Nein. Jetzt lachen meine Frau hin über die Kamera. Ja, sie hat voll zu dir. Ja, das ist die Sonne, die ich gesehen habe. Das ist genau live. Du willst mir nur ablenken. Das ist der Roger Küppel vor. Du willst mir nur ablenken, dass ich nicht mehr was sagen will. Nein, man muss einfach ehrlich sein und sagen, alle Länder, die da dabei sind, das sind so intended, also beabsichtigte Abmachungen, die jedes Land bei sich kann, selber machen kann. Die einzigen, die sich ehrlich daran halten und seriös sind, Schweizer, Deutsche und so kleine, die Länder. Und der Trump, also wie alles andere ein Fan von Trump, da muss ich auch sagen. Aber der Trump ist der Einzige, der gesagt hat, es ist für Füchse, hört mal auf und ist wenigstens ehrlich, sagt er jetzt, das dürfen wir so nicht unterschreiben und ratifizieren. Und die Schweiz hat jetzt gerade beschlossen, so in der letzten in der Sommersession noch, um das ratifizieren, führt zu enormen Folgekosten. Aber das ist nicht links, das ist eine Position von der SVP, teils von der FDP. Und die Linke und Mitteparteien sind da, würden das unterschreiben. Also das ist in dem Sinne nicht link. Also ich weiß nicht, ob du das link siehst. Ja, weißt du, ihr denkt so eine linke Bazille. Ja, ich werde mal so ein bisschen reinfunken. Nur lieb sein. Lieb sein und selber ein bisschen für sich schauen. So. Da bin ich nicht der Typ dazu. Das ist so, und wir machen nicht, wie ich bin, und sonst müssen wir nicht näher. Das kann man mit dem Wahlzettel machen, wenn wir nicht wählen. Aber ich denke, das ist schon wichtig. Und weil, wenn alle sich wohlfühlen und alle miteinander in die gleiche Richtung gehen und man die Opposition ausschalten tut, dann ist das alles schlecht. Für einen Verein, für ein Land, für alle, die miteinander zu tun haben. Aber ein bisschen Freidenker bist du schon. Also ja, mit den Wohlfühlen und parteikonform die Verhalten, das tust du nicht. Nein, also es ist, man kann Parteien ja zum Teil gewisse Punkte auch versuchen mitzuprägen. Und das versuche ich, aber das muss man mit seriöser Arbeit. Nein, also das Hirn ausschalten und sagen, oh, jetzt kommt irgendein Guru, der sieht, wie ich muss stimmen und mich verhalten. Nein, logisch nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen der Vorteil für uns, die Leute, die am Rhein auch wohnen, vom Rindl, bis Werdenberg, Sarganserland, Stunden Vorarlberger. Wir haben einen eigenen Grund und das ist gut. Eben, und du kommst da auch so ein als Diplomat über. Du meine, also du hast einfach immer das Gefühl, okay, du bist kein Linker, das hast du mir gesagt. Ja. Ich habe gemeint, dass du eine linke Bazille dem dort mal ausscherst. Ja. Aber du kannst es manchmal mit der Linken noch ganz gut. Du kannst dort wirklich auch mit denen sind wir Mehrheiten bilden. Ja, manchmal ergibt es sich, aber ich kann so gut... Und das trägt es in der Partei nicht noch? Nein, wenn man zu Resultaten kommt, ist das gut. Nein, ich habe jetzt gar keine Schwierigkeiten in der Partei. Ja, ja. Und habe es jetzt, ja, also gerne, wenn ein Link ist. Logisch kann ich nicht
was es nicht, gleich denken wie ein Wermut. Ich bin da und er ist da. Aber mal miteinander diskutieren, freudig, mit Wort streiten, das mache ich gerne mit der Linken. Ja, das ist so. Und sagst du also ganz ruhig und diplomatisch, der Islam wäre für dich keine Religion? In der Schweiz, Arena. Aha, ja, es könnte das dann nicht eine offizielle Staatsreligion sein, komisch, selbstverständlich. Aber komischerweise, das hast du aber nicht gesagt. Du hast schon gesagt, keine Religion, nein, du meinst Staatsreligion. Nein, also anerkannte Religion ist es Religion, ja. Aber es hat kein Mensch reagiert. Wenn der Toni Brunner so etwas sagen, der Köppel so etwas sagen, ehemals Jasmin Hutter so etwas sagen. Ja, wir haben ja alle ja gesagt und zugenickt, oder? Ja, meine ich ja. Ja, das ist ja gut, oder? Ja, das kann es ja nicht sein, dass der Islam eine offizielle Religion wird, die mit den Steuern dann zahlen und nachher indirekt die Wut, die gewisse Leute an den Tag legen, mit unglaublichen Taten noch dann beführen. Ja, nein, selbstverständlich. Aber es ist ja ist lustig, der Arena-Auftritt, der ist ja, das ist jetzt ein paar Monate her, oder? Ist dort eine Geschichte, die Türkei auftritt oder nicht, oder? Und da hat es Leute gehabt, die gesagt haben, hättest du mich so umrufen? Machst du aber eigentlich nie? Tue ich nicht, nein. Ja. Also ich glaube, manchmal, wenn ich putzverrückt wäre, aber nicht politisch. Es fragt mich schon über dich. Ja. Also man, nicht umsonst eine italienische Grossmutter. Also da hast du schon ein bisschen Cinkeli-Temperament. Und du bist ja weltgewandt, gell? Du bist im feinen Länder von den Erden gewesen. Du redest etwa 5 Sprachen, das fließend und so weiter. Und irgendwie gibt das auch ein bisschen grösseres Denken, eine grössere Karos. Ich weiß nicht, ich bin... Nein. Gibst du noch die Hand, wenn man kommt? Du hast mir die Hand gegeben, gell? Ja, das heißt einmal hoi. Ich bedurse es inzwischen. Und der Glaner in der Arena hat gesagt, ja, hat man gefragt, die Schweizerisch integrieren muss man sich. Danke, das ist wichtig. Ja. Und das andere, Gomilfo. Auch wenn er gefragt hat, Gomilfo, hat er nicht mehr weiter gewusst. Was ist denn Gomilfo? Weißt du, so das Verhalten bei uns. Ja. Ich habe es gehört, ich war gerade die letzte Arena im Freitag, habe ich nicht gesehen, aber ich war noch in Straßburg. Es war ja ein bisschen eine Durcheinandergeschichte, glaube ich. Oder? Ja, Wahnsinn. Dort haben sie es gar nicht geschafft, um irgendwie noch etwas zusammenzukommen. Aber du schaffst das irgendwie. Absolut, der Glaner ist eigentlich auch ein Friedlicher. Aber da, wenn er etwas sagt, da schafft er die Verbindung nicht. Also wirst du als SVPler wahrgenommen? Ja, sicher. Schon? Ja, sicher. Ja. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt so schnell schauen, links, rechts, dann bin ich vielleicht gerade so rechts wie der Andi Glaner oder ganz normal in der Mitte, im Mittelfeld von der SVP-Fraktion. Also wir sind da relativ geschlossen. Dann kommst du zu einem so linken Medium. Eben ein Wälscher geht ein bisschen um ein linken Medium wie Riemen. Wie Leutz, ja. Das, Nein, ich glaube, links auch irgendwie Wotz die Wochenzeitung von der ganz Linken. Manchmal schreibe ich die positiv und manchmal negativ. Das ist schon richtig so. Wenn ich Zeit habe, muss ich aufpassen. Muss nicht dann immer nur für die Medien da sein. Da gebe ich das Gefühl, ich sei zu viel bei den Medien und zu wenig am Arbeiten. Oder? Ja. Aber wenn jemand anruft, dann gebe ich jedem Auskunft und macht halt daraus, was er will. Was schön ist und schön wäre natürlich, wenn es bei der Wahrheit bleibt, das ist ja klar. Aber wenn jemand noch seine Meinung dazu gibt und das Gefühl hat, das ist jetzt das Dümmste, was ich gesagt habe, aber das so laut, wie ich es gesagt habe, dann ist das okay. Und jemand denkt, nein, das ist jetzt noch gescheit gewesen, muss jeder Mann nicht haben. Das würde mir überhaupt viel mehr wünschen, wieder bei den Journalisten. Wie soll ich sagen, Faktengeschichten, sie lassen, wie es ist, und die Mann nicht dazugeben, die soll gefärbt sein, wie es will. Aber die Durchmischung, die ist mir immer ganz, ganz bizarr. Finde ich auch. Das ist eine Schweinerei. Das ist eine Medienfreiheit, Pressefreiheit mit Füßen treten und noch ausgenutzt. Finde ich auch. Ja. Bei Vollverjournalismus hat man gesagt, als ich beim Radio Deres war, war das verpönt. Und heute ist der Kampf um Einschaltquotenauflagen erlaubt fast alles. Da gibt es eine Vermischung und dann kriegst du am Schluss gar nicht mehr ein richtiges Bild über. Ich finde die Arena zum Beispiel sehr gut moderiert. Das ist klar, die Moderatoren haben sich eine riesige Mühe. Aber was am Schluss rauskommt, ist eigentlich null und nichts. Das ist ein Kampf hin und her und sehr selten gibt es wirklich irgendetwas. Man verbindet ein falsches Bild. Aber du bist einer, der das ganz anders anschaut. Das gehen wir nochmal zurück. Da. Das Schweizer Volk hat abgestimmt. Oder Ausstieg, Atom und so weiter. Du sagst natürlich, das ganze Photovoltaik-Zeug, das alles 4x0 mit 0 und 2100 haben wir dann den Kollaps, oder? Ja, nein. Ich sage einfach, wir haben abgestimmt, wir müssen nicht mehr diskutieren, umzusetzen, was das Volk will. Aber meine Grundmeinung ist schon die, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwo dort die ganz Gute der Welt darstellen und es geht ja vor allem ums CO2, müssen wir einen Ausschuss haben im tiefen Promillebereich und schon optimiert sind wie kein anderes Land. Also, da kannst du auch nicht mehr so viel optimieren mit gleichem Aufwand wie andere, die deutsch gesagt
Sauhühn sind ja mit der Umwelt, wie Chinesen und so weiter. Und du sagst, Photovoltaik, ja, aber Photovoltaik. Ja. Wie mir ist man Hund, oder? Ja. Umso, und weil das ist ja eine relativ flatterhafte Energie, ähnlich wie die Windrädchen. Und wie mir ist man Hund, umso mehr Kohle- oder Gaskombikraftwerke muss man aufstellen, zum, wenn die nicht funktionieren, zum den Ausgleich machen. Es ist zum Teil schon Sand in die Augen gestreut von den Leuten. Und die Meinung habe ich weiterhin, aber der Entscheid ist getroffen und der gilt es zu respektieren. Und was du auch sagst und dich auch traust, und das finde ich bei dir eben auch immer gut, dass also du akzeptierst die Entscheidung, aber auf der anderen Seite lässt du nicht locker und zeigst immer wieder auf so gewisse Sachen, die so stimmen. Der Trump hat mindestens gesagt, wir machen da nicht mit. Andere Länder tun quasi, ob wir mitmachen. Und am Schluss hast du das auch ein bisschen suggeriert, und das ist wohl schon so, da wird mit dem Kyoto-Protokoll und dem CO2-Ausstoß beschissen. Also das ist wohl schon eine Doping-Affäre, gerade heilig ist die Welt. Ja, und wenn es ja schlimm ist, werden wir gemessen. 2100, ja. Dann muss niemand Verantwortung tragen. Und das finde ich schlimm, wenn man grossartig und wunderbar redet und nachher sagt, weißt du was, geht mich nicht mehr an, aber ich habe wunderbar geredet. Ich bin der Welt herumgeflogen, von Klimakongress zu Klimakongress. Wahrscheinlich mehr CO2 rauslassen, als wir in unserem Leben rauslassen, also da die Superspezialisten, zum Moral ein bisschen predigen. Und zum Teil natürlich riesen Geschäft machen, was da geschäftmäßig dahinter ist, ist massiv. Und die Firmen in der Schweiz kann man nicht mehr produzieren wegen der Auflagen, es wird dann zu teuer, geht man über anders her, das CO2 geht dort raus. Ja. Und du sagst, wegen dem verlieren wir auch Arbeitsplätze, oder? Ja, es kostet natürlich Arbeitsplätze, es tut Arbeitsplätze verteuern. Andere sagen, es gibt ein paar neue subventionierte Arbeitsplätze, das sind nie die gesunden. Aber es ist klar, wenn man so hohe Auflagen hat, weil schlussendlich wird durch das Subventionssystem, das ein bisschen komisch ist, sind die grossen ausgenommen, hast du nachher die Haushalte, also die Privaten und Kleinfirmen, die da nicht können mitmachen im grossen Subventionssystem, das alles zahlen. In Deutschland in kurzer Zeit hat sich der Strompreis verdoppelt, der ein bisschen früher angefangen hat als wir. Da muss man auch zur Kenntnis nehmen. Schön, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich weiss, man könnte noch ewig darüber reden, aber wisst ihr, die Medien sagen 2,5 Minuten und alles, was darüber ist, schaut man nicht. Ich bin überzeugt, ihr schaut hoffentlich noch länger zu. Weil eins kann ich ja sagen, wenn ihr nur 2,5 Minuten schaut, dann habt ihr immer nur ein Zehntel von der Wahrheit, vielleicht nur ein Viertel. Und dann gehört ihr so etwas, was der Roland Rinnenbüchel jetzt bei uns ausgeführt hat, eben dieser Länge nie. Und nicht mal braucht es Länge, um etwas zu verstehen. Man braucht es Geduld, um etwas anzuhören. Wenn ihr zu Veranstaltungen geht, hört ihr euch die Rede auch an. Dann kann man sie bei den Medien auch anschauen. Ich denke mir, eben, das macht drei Welten. Und wir probieren da immer anständig zu sein. Und darum weisen wir jetzt nochmal darauf ein, auf die Sitzung natürlich, die bei uns in der Region stattfindet. Wir sind da auch ein bisschen stolz darauf, dass wir den Präsidenten von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat hier im Rintel kennt. Einer, der wirklich aus meiner Sicht sehr diplomatisch ist. Ich gestehe zu, SVP, er ist rechts, er passt zur Partei, aber er kann es eben mit der Linken und miteinander auch. Und er ist immer eben sachlich, er ist diplomatisch. Vielleicht einfach nochmal, was kommt da auf uns zu, jetzt so ein bisschen als Leute auf dem Rintel, was können wir denn dort wirklich auch mitgeniessen, da, wenn ihr da seid? Am 22. Also ja. Eben, einerseits ist die Sitzung, die ist wichtig, ist auch wichtig, dass vor allem die 25 Nationalräte können mitgeniessen und sehen, was im Rintel wirklich da ist. Wir wissen ja alle, für viele hört es nach Zürich Winterthur auf. Jetzt sind mindestens 25 Nationalräte, die mal zwei Tage da sind und etwas sehen. Am Abend nachher, und natürlich, vielleicht noch vor dem, ist sicher der Bundesrat Schneider-Ammann da, vielleicht sogar noch zweiter Bundesrat, Bundesrätin, wird man sagen. Aber der Johannes Schneider-Ammann hat mir gerade vorgestern zugesehen über seine persönlichen Mitarbeiter, dass er wird da sein. Kommt er wieder mit dem Helikopter? Er kommt mit dem Helikopter, ja. Weil er hat einen Morgentermin, er hat einen Abendtermin und wir haben zwischendrin das Programm noch müssen ändern. Es geht jetzt am Sonntagmorgen oder heute Morgen noch geändert und das haben wir können so anpassen. Und er wird da sein? Er wird da sein, bei der Podiumsdiskussion auch? Nein, die Podiumsdiskussion, die ist wirklich die vier Nationalräte, die wir am Anfang gesehen haben, sechs einmal die berühmte SVP Köppel, SP Guldimann, FDP Markwalder und CVP Rick Klein und moderiert von Vic Kroner. Also das ist ein Podium, da wird es heiß zu und her gehen. Ich hoffe, oder wir dann mal schauen, dass wir es vielleicht nicht gerade immer ein Saal machen, wie üblicherweise. Das könnte ja ein schöner, heißer Sommertag sein. Wenn man etwas Gescheites findet, um das draussen veranstalten, machen wir es. Und sonst machen wir es im Saal. Drin halt ist natürlich da, wo das Wichtigste ist. Europa, die grosse Frage.
2. Juli hat die Diskussion stattgefunden, damit ihr es auch einordnen. Meine allerletzte Frage, Roland Rienenbüchel, 2. Tag heute Tour de France. Schaust du nach Tour de France und denkst jedes Mal, einer ein davon springt. Also der Knittl hat heute gewonnen, gell? Der ist dopt. Mhm. Also ich habe den Start habe ich lustigerweise geschaut. Die sind ein bisschen durch Düsseldorf gefahren. Im zuerster Halbstunde einfach Showtime, bevor sie wirklich gestartet sind. Ja, man hat wirklich ein schlechtes Gewissen. Und gerade im Jutten jetzt leider auch, wo das vielleicht das Staatsdoping, das wirklich stattfindet, zu Russland, wo möglicherweise auf die Mannschaft durchgreift, wird man sagen. Im Fußball sieht man sagen immer, ja, nichts, wird nicht dopet, gleich auch, es ist nie etwas passiert, hat nie Korruption gegeben, bis zum Schluss müssen zugeben. Ich hoffe, das Problem dort nicht so riesengroß ist. Im Velofahren denke ich, ich fahre gerne selber auch Velo. Und wenn jetzt nicht umsonst ist in Deutschland, in anderen Ländern die Zuschauerzahlen um Millionen zurückgegangen. Aber an die Strasse, gerade heute, bin ich eben ein Tor gesehen, das Resultat habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil ich gerade hierher gekommen. Ja gut, gestern der Toni Amann ist Vierter, der hier quasi Favorit war. Heute hat der Knittl den Endspurt ganz, ganz hoch knapp gewonnen. Hat auch einen Kopf vergessen, einen Sturz wieder gegeben auf der nassen Strasse. Schon wieder? Ja, natürlich. Ich habe eben den Start gesehen und dort ist ja am Anfang gerade eine Gruppe fuhr, das war ein bisschen taktisch. Aber eben, es ist schon besser überwacht am Anfang, aber irgendwie gut zu gewissen. Kannst nicht sagen, jetzt kommt gerade der Fall Ulrich, gerade um Tour de France um wieder führen, der ja ein dominierender Fahrer war. Aber der Tour de France-Sieg, den er erdauern kann, hat man ihm nicht weggenommen, im Gegensatz zum Amerikaner, der dann wirklich 6 oder 7 Titel verloren hat. Lance Armstrong. Aber mit dem Lance Armstrong, der sich dazu bekannt hat, hat er vielleicht auch eine gewisse positive Wirkung. Ja, es ist unbedingt nötig. Also es ist wieder Korruption, musst du mal dazu stehen, weil wenn du es selber für dich nicht anerkennst. Mhm. Also wenn du sagst, ich bin sauber und das sagst, heute Morgen duschen hast und dann das Gefühl hast, dass er erledigt, das geht natürlich nicht. Das ist, ich weiß nicht, wie sich die Leute können verhalten. Bescheiss ist ja die andere logisch, aber die selber noch mehr. Und das ist schlimm. Vielleicht kriegen wir es viel mehr hin, wo der Roland Rienenbüchel eben dort geredet hat im Europarat, eben gerade gegen die Korruption, die eben der Spanier begangen hat. Ich sage jetzt den Namen ganz bewusst nicht, möchte nicht wieder entsprechende Drohungen bekommen. Das überlohne ich Roland Rienenbüchel. Der Roland Rienenbüchel geht jetzt übrigens nach Bern. Meine allerletzte Frage, meinst du, ist der Nationalrat, das Parlament von Doping, Korruption frei? Vielleicht noch zuerst ja. Wirklich nachweislich korrupt ist ja der Italiener, der Volonté. Genau. Der Spanier hat ja möglicherweise auch, aber hat vor allem geschaut, dass es nicht aufgedeckt wird, dass man nicht untersuchen darf. In der Zwischenzeit hat man es jetzt können ändern. Aber das war ja seine schlimme Geschichte. Nein, ich glaube, wahrscheinlich ist die Schweiz oder die direkte Demokratie weniger gefördert von Doping im Sinne von Korruption. Aber auch wir haben Lobbyisten, wo es zu viel hat, wo lästig tun. Und bei uns, bei Grossbeschaffungen, besteht vor Ort. Und darum muss man unglaublich wachsam sein. Und wenn etwas passiert, reinschlagen. Und zwar mit aller Härte. Weil das so klar ist für die anderen. Weil wenn man etwas so lässt wie der FIFA oder jetzt hier im Europarat, dann kommt es einfach nicht gut. Und schlussendlich schadet es der Glaubwürdigkeit der ganzen Institution. Einer der Gründe ist genau diese Korruptionsaffäre. Einer der Hauptgründe ist diese Korruptionsaffäre. Ich zitiere jetzt aus der jüngsten Debatte, die wir im Parlament hatten, vor knapp 2 Wochen. Es war eine Fraktionskollegin von Präsident Agramont, die das sagte, was ich jetzt sagte, in 2 Wortwörtern. Die Außenpolitische Kommission hat sich intensiv mit der aktuellen Korruptionsaffäre gegen Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats befasst. Insbesondere auch mit der Aufklärung der Korruptionsaffäre, in welche der aktuelle Parlamentspräsident verwickelt ist. Die Schweizer Delegation wird sich weiter dafür einsetzen, dass derartigen korrupten Machenschaften ein Riegel geschoben wird und verlangt ausdrücklich den Rücktritt des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Bis heute hat der Europarat nicht die Möglichkeit, einen Parlamentspräsidenten abzusetzen. Im aktuellen Korruptionsfall ist es so, dass die Zeichen gut stehen, dass der Präsident der Versammlung, der Mitglied einer Fraktion ist, zurücktreten wird. Heute wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt, was sage ich dazu, ich persönlich? Zuerst einmal, wir müssen sehr vorsichtig sein mit dem Begriff Korruption. Und zweitens geht es darum, das, was passiert ist, sauber abzuklären und dann auch sauber zu sanktionieren. Das können wir machen. Es wird gut kommen, da bin ich überzeugt.
Und jetzt bin ich wieder bei der Fraktionskollegin des Präsidenten. Sie sagte im Schweizer Parlament, unter den 47 Mitgliedstaaten gibt es einige Staaten, die Korruption an der Tagesordnung ist. Es ist sehr schwierig, diese Korruption in Europa auszurotten. Sollte aber derart offensichtlich Korruption festgestellt werden, wie dies der Fall ist, dann müssen wir an vorderster Front dagegen kämpfen. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass praktisch alle Fraktionen für einen Ausschluss des korrupten Präsidenten hinstehen, insbesondere auch seine eigene Fraktion. Das waren wortwörtlich die Aussagen der Fraktionskollegin. Seien wir klar, es ist doch schon lange keine juristische Diskussion mehr, wie wir es jetzt versuchen. Es ist doch eine politische Diskussion. Und da schreibt dieses Haus sich auf die Fahne. Es wurde auch wieder gesagt, und wohl auch zu Recht. Der Europarat ist die führende Menschenrechtsorganisation Europas. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind unsere Prinzipien. Mit welcher Eleganz hat Kollege Mignon 25 Jahre hier, ich bin 15 mal weniger lang hier, noch nicht so elegant, aber mit welcher Eleganz hat er es doch gesagt? Aber was nützt uns die ganze Eleganz, wenn wir nicht handeln? Und ich appelliere jetzt an Sie, Kollegin Emil, gerade Sie haben es gesagt, als Sprecher der Fraktion. Es ist genügend Schaden angerichtet. Reden Sie nicht nur, handeln Sie, sorgen Sie dafür, dass der Präsident zurücktritt. Und da braucht es keine Diskussion über einen Lex-Präsident und Lex weiß ich nicht was. Handeln wir und dann ist das Problem gelöst, und zwar politisch. Wir müssen es jetzt machen. Thank you, Mr. Führer.